Ich war heute wieder ein bisschen shoppen, habe für mein Kind ein paar Pullis geholt zum Unterziehen. Es wird ja langsam kalt in 152. Passt ja noch in den anderen Sachen rein, aber sie wächst ja langsam raus. Und dann habe ich gleich in 158, dann habe ich mich gleich mit einer entzündeten Land. Müssen Sie das alles kaufen? Das muss ich kaufen, habe ich gesagt. Und Sie haben Pech. Dann müssen Sie früher in den Laden gehen, sage ich. Und dann müssen Sie früher aufstehen, wenn Sie unbedingt die Schuhe haben wollen. Jetzt sind sie weg. Die gehören meiner Tochter. Und dann habe ich gleich in 158 und auch noch 158 Hose, noch mal eine und noch mal 158. Ich sorge ja immer schon vor. Und das ist so, dass ich da auch schon größere Sachen habe, weil wie schnell sind die Kinder rausgewachsen? Ich hoffe, die Schuhe passen ihr und gefallen ihr. Ja, ich denke, jetzt für den Herbst sind die schön. Dann holen wir noch ein paar gefütterte Schuhe. Und dann hat sich das. Ich liebe Glitzer, sie liebt auch Glitzer. Und da war die zickig, war die gewesen. Ja, so sind die Menschen hier. Und dann kommen die hier mit dieser Hundemesse. Oh, ekelhaft. Also, wir in unserem Betrieb haben ja auch Hunde gehabt, aber die haben nicht so gestunken. Nicht so gestunken. Und ich habe den Tag wieder gelesen im Internet, dass in Mecklenburg-Dorf wieder ein Hund hingekommen ist. Der war voller Maden, weil die Herrschin sich nicht darum gekümmert haben. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ihr schafft euch Tiere an und kümmert euch nicht drum. Ihr müsstet dafür in den Knast kommen. Das sage ich euch ganz ehrlich, wenn man sich Tiere anschafft und dann kümmert man sich nicht drum. Außer es gesundheitlich irgendwas, das ist alles eine andere Sache. Aber nicht so. Einen Hund verhungern lassen oder Tiere verhungern lassen oder mit Maden. Also, mir geht sowieso die Hutschnur hier langsam hoch. Das kann alles nicht normal sein. In der Corona-Zeit haben sie sich alle Tiere angeschafft. Und ja, Gessi. Und dann kümmert sich keiner drum. Na, Flauschi, da mögen wir doch lieber eine Katzenausstellung. Ne? Das ist schön, ne? Eine Katzenausstellung, wo die Maine Coons sind und die Bengalkatzen. Ne? Die Pupalinis, ne? Ihr habt ja euren eigenen Kopf, das ist ja das Schöne, ne? Ein Hund, der rennt immer um den Schwanz herum. Ne, Popschel? Ja, ne? Plauschi?